Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu The Magic of the Big Cynical Adventure. Oben rechts steht's eingeblendet. Nach rechts gehen wurde mir vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Nein, dieses Spiel wurde mir vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Und wir haben hier, haben wir denn irgendwas? Warte mal, können wir das Medaillon mit der Satellitenschüssel? Nee, der haut da immer nur mit drauf. Können wir das vielleicht abschneiden? Nee, der soll da nicht draufhauen, Mann. Fässer. Ich habe das Fass aufgemacht. Ich kann den Gestank nicht lange aushalten. Ich beeile mich besser. Wenn ich mich nicht irre, ist da Benzin drin. Okay, da ist also Benzin drin. Wir haben noch ein Feuerzeug. Ja, ausgezeichnete Idee. Das ist viel effizienter. Versuchen wir es mal. Ups. Hier liegt Björn Tonen, der auf mysteriöse Weise im Urlaub verschwunden ist. Ups, das habe ich nicht kommen sehen. Okay, hier in dieser Szene gibt es also auch drei Kekse, ja? Drei Kekse gibt es hier. Ich sehe keinen einzigen. Muss ich wirklich? Mein Feuerzeug werde ich erst nie verbrennen können. Es sei denn, ich benutze etwas anderes. Gibt es hier etwas auf dem Dach, das ich verwenden könnte? Wieso würde... Ich tauche den Ast erstmal in das Fass. Ups, jetzt habe ich meine Hand auch reingetaucht. Und jetzt stinkt sie noch mehr als sonst. Durchweichten Ast, der... Warum? Ich hoffe, der Benzingeruch verschwindet nach einer Weile. Aber wozu? Ja, ich brenne sie auf. Das funktioniert... Nein, nein, nein. Habe ich immer noch die Dose in der Hand? Ja, das mache ich, aber was ist mit der Schlafdroge? Ich schmiere den Rest der Droge auf den getränkten Ast. Ah... Wer weiß, dieser verrückte Plan funktioniert vielleicht sogar. Okay. Und hier ist der finale Touch. Rauchenden Ast erhalten. Komm zum Essen. Es ist fertig und heiß. Boah, heiß, sehr heiß. Ich beeile mich besser. Der Moment der Wahrheit. Wird es funktionieren? Ich hoffe, ich gehe nicht in Flammen auf. Ich glaube, es funktioniert. Ich kann schon die Schlafdroge in der Luft riechen. Nur noch ein bisschen länger. Ups, ich habe ihn fallen gelassen. Ich Idiot, hoffen wir, dass sie nicht... Was zum Rauch? Wo kommt der her? Anna, geh nachsehen. Okay. Aber was nachsehen? Draußen, du Idiot. Jemand muss auf dem Dach sein. Okay. Mist, was mache ich jetzt? Und wo ist dieser große Dummkopf? Ah, jetzt vielleicht die... Ah, da ist er. Nichts auf Dach? Ich bin besser leise. Ups, ein Dachziegel ist gerade runtergefallen. Ich um mein Glück. Hey, wer bist du? Eindringen! Oh nein, ich bin erledigt. Ich werde nie runtergehen und wegrennen können, ohne geschlachtet zu werden. Es gibt nur einen Ausweg. Ich muss ihn loswerden. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Dieser verflixte Archäologe. Okay, das hat nicht geklappt. Hier liegt Björn Tonen, der von einem Dach mitten in der Wüste gefallen, sowohl Höhenangst hatte. Ja, okay. Okay. Ah, er bewegt sich. Nur noch ein bisschen. Ich musste die Schüsse also abwarten. Bam. Ja, hab ihn. Was zur Hölle? Was geht hier vor sich? Scheiße, Alain. Er ist tot. Wer hat das getan? Ups, hab ihn ganz vergessen. Hoffen wir, dass er... Du. Mist. Du hast es getan. Wer bist du? Sag ich nicht. Du hast 3 Sekunden, oder soll ich dir eine Kugel in den idiotischen Kopf jagen? Mein Name ist Björn und ich bin Antiquitätenhändler, kein Idiot. Naja, nicht direkt. Björn, du Bastard, komm her, sofort! Damit du mich erschießen kannst? Niemals. Glaub mir, du kleines Stück Scheiße, wenn ich dich töten wollte, wärst du bereits tot. Leider habe ich Befehle, dich nicht zu verletzen. Also komm hier runter und wir reden. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Boah, das war knapp. Die nächste geht direkt zwischen deine 2 hässlichen Augen. Okay. Puh, ich klettere diese Leiter runter. Aber ich muss dich warnen, es wird eine Weile dauern. Ich habe Höhenangst, weißt du? Okay, also ich klettere die Leiter runter. Ach du meine Güte, das ist hoch. Ernsthaft, warum will der Boss mit so einem Loser etwas zu tun haben? Ach du meine Güte, die Leiter, sie ist... Ich falle! Unterdessen. Wasser läuft. Ah, es gibt keinen besseren Start in den Tag als eine Dusche. In Ordnung, ich bin bereit auszugehen.
Ich frage mich, wer vorhin geklopft hat. War es Björn? Vielleicht sollte ich nachsehen, ob er da ist. Ach, jetzt spiele ich Sandra? Was haben wir denn im Inventar? Kreditkarte und eine Plastiktüte, okay. Björn muss in seinem Zimmer sein. Björn, bist du da? Seltsam. Er hat seine Tür nicht abgeschlossen? Ich hoffe, er hat keinen Kreislaufkollaps. Er ist immer so nervös und gestresst. Ich sollte nachsehen. Ach du meine Güte, es ist brütend heiß hier drin. Wer hat denn hier ein Feuer gemacht? Da ist wohl jemand verrückt. Wie auch immer, Björn scheint nicht hier zu sein. Was ist das da unter seinem Kissen? Die Flugtickets? Ist das nicht die Tafel, die er mir gezeigt hat? Er hat gesagt, es wäre lebenswichtig, sie in Sicherheit aufzubewahren und dann lässt er sie einfach hier, wenn die Tür offen ist? Er ist nicht sehr vorsichtig. Jeder könnte sie stehlen. Ich nehme sie besser mit. Und die Flugtickets auch. Er hat doch seine Karte hier gelassen. Ich hoffe, er verirrt sich nicht. Stadtmänner haben einen sehr schlechten Orientierungssinn. Aber sie könnte immer nützlich sein, also nehme ich sie mit. In Ordnung, dann gehe ich eben allein spazieren. Hat Sandra jetzt vorhin die Sachen da weggenommen, wo wir gedacht haben, die wären geklaut? Ich habe genug Zeit in meinem Zimmer verbracht. Ich will jetzt auf Erkundung gehen. Aber ich weiß nicht, wer da wohnt. Ich bin es zwar nicht wirklich gewohnt, im Hotel zu sein, aber wäre das nicht unhöflich? Ich habe gehört, wie Björn mit jemandem in diesem Zimmer gesprochen hat. Über Zauberer und Tränke? Vielleicht sollte ich mich da raushalten. Okay. Ich kann es nicht glauben. Caroline hat gesagt, sie würde im Hotel spielen, aber ich sehe sie nirgendwo. Nie hört sie auf mich. So wie ich sie kenne, ist sie bestimmt raus zum Spielen gegangen. Ich bin im Urlaub. Ich sollte mir keine Sorgen, keinen Stress machen. Ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen spazieren. Hoffentlich finde ich sie. Super, es ist ein Museum in der Nähe. Klare Sache, ich fange mit einer Tour durch das Museum an. Schade, dass weder Björn noch Caroline hier sind. Die Kindsköpfe können etwas Kultur ganz gut gebrauchen. Okay, dann gehen wir da hin. Ich habe kein Ticket, ich kann nicht reingehen. Oder vielleicht doch, die Schranke scheint kaputt zu sein. Oh, ich dummer Schenk, es muss am Tag der offenen Tür sein. Deswegen ist auch kein Ticketverkäufer hier. Henry. Entschuldigen Sie mich? Ich habe das Gefühl, ich kenne Sie von irgendwoher. Oh, hallo, die Dame. Sind Sie Touristen? Aber angeblich hier nicht viele. Ich bin Henry Basche. Sie sind wohl im selben Hotel untergekommen? Genau, Sie sind unser Nachbar. Ich erinnere mich, Sie auf dem Gang gesehen zu haben. Ich und mein Freund kommen aus Paris. Oh, Ihr Freund? Ich dachte, Herr Tonen. Ja, genau. Was hatte er mit Ihnen zu tun? Ich habe etwas von einem Zauber und einem Trank gehört. Oh, um es kurz zu machen, ich war krank und Herr Tonen hat mir geholfen, mich zu heilen. Wirklich? Das wusste ich nicht. Er scheint viele Dinge vor mir geheim zu halten. Das nervt. Ich hätte auch geholfen. Oh, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich muss husten. Oh, ich bin auf dem Weg der Besserung. Meine Frau hat mich gezwungen, spazieren zu gehen. Sie hat gesagt, es wäre gut für mich. Und deshalb sind Sie ins Museum gegangen. Gute Idee, ich liebe es. Sie nicht auch? Oh ja, natürlich. Sehen Sie diese Vogelstatue da drüben? Oh, naja, ich habe so eine an Herrn Tonen verkauft. Im Gegensatz zu dieser hier hatte sie aber eine Tafel mit einem Blitz darauf. Blitz? Wie diese hier? Ach du meine Güte, das ist sie. Warum tragen die sie bei sich? Lange Geschichte, aber Björn hat gesagt, sie wäre sehr wichtig, deshalb habe ich sie mitgenommen. Oh, wissen Sie, ich erinnere mich, noch so eine gesehen zu haben vor nicht allzu langer Zeit. Wirklich? Wo? Oh, lassen Sie mich nachdenken. Oh nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe durch meine Krankheit ein paar Erinnerungen verloren. Oh, aber ich weiß, dass ich mit einer Frau zusammen war. Das war vor ein paar Tagen, also muss irgendwo ein Logo gewesen sein. Wenn diese Tafeln super wichtig sind, sollte ich versuchen, diese andere zu bekommen. Björn wäre positiv überrascht. Vielleicht würde sie ihre Frau erinnern. Ich könnte sie doch fragen. Oh, na sicher. Sie ist im Hotel geblieben. Ihre Lieblingsserie, die Alten und zu sehen. Die Alten und Gelassenen. Sie ist ein sehr großer Fan und oh, sie würde keine Episode verpassen. Wirklich? Ich schaue nicht fern. Wir hatten schlechten Empfang auf dem Bauernhof meiner Eltern. Ich habe mich gar nicht erst daran gewöhnt. Sie wäre nicht mitgekommen, wenn sie ihre Serie nicht hätte sehen können. Wir haben den Manager bezahlt, damit er eine Satellitenschüssel installiert. Oh, wie auch immer, Sie können sie fragen. Wir sind im Zimmer 204. In Ordnung, danke. Viel Spaß bei Ihrem Besuch. Oh, gleichfalls. Diese Vase wurde irgendwo gefunden. Das Geschrieben drauf ist ziemlich groß, daher muss es wichtig sein. Sehr interessant, deswegen liebe ich Museen. Man lernt so viel von den Experten. Sagt ihr was dazu? Ich weiß, Demetrius muss Björns Vorfahre sein. Deswegen ist sein Kopf so merkwürdig proportioniert. Wie clever, ich wäre nie darauf gekommen. Armes Schwein. Armes Schwein. Du armes Schwein, du. Oh, ich mag keine Geschichten mit schlechtem Ende. Wenn er nicht gestorben wäre, lebt er noch heute. Ich wusste es, es gibt riesige Untertassen, die manchmal am Himmel fliegen. Bei Vollmond habe ich sogar Pfeffermühlen gesehen, aber keiner hat mir geglaubt.
Ist das Wasser? Wenn es Bier ist, nehme ich mir etwas. Da lang, aber bin ich nicht von da gekommen? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Ich liebe dieses Museum. Ich sollte mich mal da drüben umsehen. Oh, interessant. Die antiken Orianer haben also Eier auf ihren Köpfen gekocht. Das probiere ich irgendwann mal mit Caroline. Ah, dieser Affe sieht total aus wie Björn. Sie müssen wohl Brüder sein. Wow, hier sind so viele nackte Statuen. Oh, diese zwei Statuen sehen ziemlich lebendig aus. Ich könnte schwören, dass sie direkt vor mir Unzucht treiben. Ich habe alles gesehen. Das hat Spaß gemacht. Ich sollte öfter ins Museum gehen. Oh, er ist so süß. Er sieht so lebendig aus, als ob er ein Gehirn hätte. Oh, nein. Sie haben bestimmt den Kopf eines echten Hasen abgeschnitten. Armes Ding. Ich liebe Quizspiele. Nicht? Vielleicht habe ich nicht den richtigen Knopf gedrückt. Nö. Oh, ich wollte spielen. Ihh, eklig. Ich habe genug Nachttöpfe sauber gemacht. Meine verstorbene Oma konnte ihr Zimmer nicht verlassen. Und sie hatte immer einen dünnen Pfiff. Das ist zwar interessant und so, aber wo ist dieses Museum, von dem die Rede ist? Du bist drin. Ah, sie haben also ein großes Loch gefunden. Interessant. Das ist also eine Darstellung der Ureinwohner in antiker Zeit. Sieht sie eine dieses große Ding zwischen den Beinen an? Es muss schwierig gewesen sein, das mit sich herumzutragen. Das erinnert mich an das Gesicht von Oma in ihrem Sarg. Ach du meine Güte, meine Gedanken sind heute echt verkorkst. Da schiebt wohl jemand ein paar Dinge auf. Vielleicht bin ich noch immer in Frankreich? Keine Führung, so ein Mist. Aus irgendeinem Grund sind Museumsführungen immer sehr süß. Führer, trotz ihres widerlichen Atems. Mir gefällt das blaue Ding. Es erinnert mich an das kann ich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Okay, ich weiß Bescheid. So, wir wollen ja mal mit der Frau reden. Dann klopfen wir mal. Niemand da? Herr Bass hat gesagt, seine Frau könnte Fernsehen. Moment mal, ich kann den Fernseher hören. Frau Basse, sind Sie da? Wer zum Teufel sind Sie? Sie stören mich. Viktor ist kurz davor, mit Sophie rumzumachen. Ich habe tagelang darauf gewartet. Tut mir sehr leid. Ihr Mann hat gesagt, Sie könnten mir helfen. Was wollen Sie? Ich suche nach so einer Tafel. Er hat gesagt, Sie hätten so eine vor kurzem in Nogo gesehen. Aber können sich nicht erinnern, wo? Doch, auf dem Bazar vor 2 Tagen. Der Händler verkauft tonnenweise Plunder. Tschüss. Wow, Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wie unhöflich. Wenigstens weiß ich, wo ich suchen soll. Dann auf zum Bazar. Okay. Hallo, der Herr. Guten Tag, schöne Frau. Mir wurde gesagt, Sie verkaufen so eine Tafel. Lassen Sie mich sehen. Ah, ja, ich habe Tablett. In Tasche, warten Sie. Da ist. Oh, sie ist sehr hübsch. Naja, bis auf das Symbol darauf. Ich nehme sie. Wie wollen Sie dafür? 1000 Nogoyaner. Hier, bitteschön. Was ist das? Plastik? Plastik interessiert mich nicht. Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, was eine Kreditkarte ist. Das ist eine Bastardcard. Damit kann man weltweit bezahlen. Sehen Sie, da steht es drauf. Kein Plastik. Okay, ich glaube, ich habe mein Scheckbuch mitgebracht. Haben Sie einen Gulli? Gulli? Warum wollen Sie mich in Gulli stecken? Nein, nein, ich meine, ich will Ihnen einen Scheck ausstellen. Tschech? Mag keine Tschechen. Böse Leute. Geben Sie Nogoyaner Bargeld. Ich habe es Ihnen noch gesagt, ich habe kein Bargeld. 1000 Nogoyaner oder kein Tablett? Ich check die Tafel in die Tasche. Oh, es muss doch etwas geben, was ich Ihnen anbieten kann. Warum stehen Sie plötzlich auf? Stopp, kommen Sie nicht näher, Sie machen mir Angst. Kuss. Was? Kuss für Tablett. Ein Kuss niemals, Sie stinken nach Kamel. Kommen Sie nur ein, kleiner Kuss. Nein, vergessen Sie, Sie Perverser. Oh. Kein Geld, kein Kuss, kein Tablett. Das ist ein Problem, ich will diese Tafel wirklich haben, aber ich habe nicht die Absicht, mit ihm zu schmusen. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht sollte ich ein bisschen herumlaufen, vielleicht fällt mir dann etwas ein. Ich will noch immer diese Tafel. Ich will noch immer Kuss. Vergessen Sie es, alter Mann. Okay. Ich komme später wieder. Hier sagen wir auf Wiedersehen mit Kuss, schöne Frau. Ihren Träumen. Ich muss einen anderen Weg finden. Funktioniert der? Gut, dass ich nicht vorhatte, etwas zu trinken. Ich vertrockne hier schneller, als ich etwas trinken könnte. Oh, was für eine Freude Sie in meinem Land haben, Milady. Milady? Was bringt Sie in mein bescheidenes Establishment? Naja, ich sehe mich nur um, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Überhaupt nicht. Bitte lassen Sie so viel Zeit, wie Sie möchten. Sie sind sehr nett, danke. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Suchen Sie da etwas Bestimmtes, Milady? Nichts Besonderes. Verkaufen Sie Eis? Es ist so heiß. Sehen Sie eine Gefriertruhe? Ich glaube nicht.
Dann stellen Sie beim nächsten Mal bitte keine dummen Fragen. Wohin gehen Sie, Milady? Nach draußen, warum? Bitte beehren Sie mich noch ein wenig mit Ihrer Anwesenheit. Tut mir leid, ich sehe nichts Interessantes. Und um ehrlich zu sein, hier im Laden stinkt es. Was? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber es stinkt ja wirklich nach Tod. Raus hier! Aber kommen Sie später wieder, okay? Oh nein, armes Schaf, es ist so dünn. Warum geben Sie ihm nicht mehr Essen? Ich bin schockiert. Okay, um Geld. Können wir hier nochmal gucken? Soll ich reingehen? Das sieht ein wenig gruselig aus. Oh naja, ich bin zu Besuch hier, also besuchen wir mal. Was sagt denn die? Dieser Ort ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Hallo, gnädige Frau. Ich wollte schon immer meine Zukunft vorausgesagt bekommen. Können Sie das? Natürlich, junges Mädchen. Ich habe die Stimme vergessen, tut mir leid. Oh, dein Geist bestaunt die allumfassende Erde, vom Grünen bis zum Zement hinter deinen Ohren. Oh, ich sehe. Kann nicht sehen, so viel Spuck auf meiner Kugel. Lass mich das beheben. Ich sehe dich mit einem kleinen Mädchen, einem Flugzeug und einem Mann voller Kotze. Nee, das ist nicht meine Zukunft, das war gestern. Nein, das ist die Zukunft. Die Zukunft, ich sage es dir. Okay. Sonst können Sie nichts sehen? Ich sehe. Ja, ich sehe endlich. Ich bin nicht mehr blind. Ich sehe den Sand, eine Karte, eine Bombe. Eine Bombe? Ja, ich sehe ein Loch, eine riesige Statue fallen. Ein Diamant, ein Lächeln, ein Blick. Ein Raum, ein paar Socken, Unterhosen. Alles wird verschwommen. Oh, ja, Sie brauchen den Alakaschist-Anhänger. Warum haben Sie das nicht gesagt? Aber ich weiß nicht mal, was... Oh, Moment, die Dämmerung öffnet sich nur, wenn der Hinterausgang eine schwarze und infizierte Wolke entlässt, weswegen ich ihm einen Allergieerreger geben muss. Okay, wenn Sie das möchten. Aber davon möchte ich eine Hexe. Eine Hexe? Das wird immer besser. Ja, eine Hexe wird dank ihrer ironischen und arroganten Art das Fehlen einer Öffnung im Toilettenabfall füllen, was uns die Winterdämmerung beschert. Kann das jemand übersetzen? Ich brauche eine Hexe. Oh, klar. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Würde mir dieser Anhänger helfen, die Tafel zu bekommen und einen Kuss von diesem Perversling zu vermeiden? Ja, Perversling! Toll! Aber sehr vorsichtig! Die furchtbare Falle des faszinierenden Freundes fliegt alle fröhlichen Feinde des fantastischen Final Fantasy 5 aus der Ferne! Arme Frau, es ist wirklich schade, dass sie im Alter schon so senil ist. Barkeeper. Hallo, ich habe eine Frage. Ist das hier wirklich eine Bar? Wo sind eure Drinks? Hallo, hören Sie mich? Sieht aus, als wollte er nicht mit mir reden. Oder stimmt etwas mit mir nicht? Bin ich plötzlich unsichtbar geworden? Dieser Vorhang erinnert mich an eine furchtbare Szene aus meiner Kindheit. Wenn geschrien wird, verschwinde ich sofort von hier. Als ich klein war, wurde ich mit geschlachteten Schweinen und Kuhschreien traumatisiert. Das will ich nie wieder hören. Oh nein, das Grauen, es kehrt zu mir zurück. Ich muss mich davon fernhalten. Diese Tür macht mir Angst. Nein, eigentlich macht mir der ganze Ort Angst. Ich habe Angst, dass ich in eine dunkle Grube falle, wenn ich hineingehe. Okay. Die Echse, wir wissen ja, wo die Echse ist. Die ist hier. Da. Wie süß. Komm her, Kleiner. Sie ist weggerannt. Wie soll ich sie noch fangen? Sie ist so schnell. Wenn ich jetzt wieder hingehe, ist sie dann... Okay, dann ist sie wieder da. Huch, was haben wir denn hier? Eine Plastiktüte. Ich werde versuchen, ihn in dieser Plastiktüte zu fangen, aber... Sie ist weggerannt. Wie soll ich sie noch fangen? Sie ist so schnell. Na gut. Ach du meine Güte, was für ein fauliger Gestank. Ist da drin niemand gestorben? Ich kann kein Blut sehen. Ich habe schlechte Erinnerungen an die Schweine, die wir unserem Hof geschlachtet haben. Die sind echt total traumatisiert. Haken erinnert mich immer an Piraten. Frag nicht warum. Hast du da auch traumatische Erlebnisse? Ich brauche keine Kamera. Ich habe meine eigene im Hotel. Ich habe diese Kamera zu meinem 10. Geburtstag bekommen. Viel besser als dieses moderne Zeug. Das könnte ein gutes Buch sein, aber ich will es nicht stehlen. Na gut. Sie haben recht, ich habe satt, überall Werbung zu sehen, sogar auf Denkmälern. Und diese hier ist keine Ausnahme. Soll ich sie zerreißen oder sie hängen lassen, weil die Nachricht gut ist? Was für eine Zwickmühle. Oh nein, ein Werbeplakat für Paris, das hätte ich nicht erwartet. Warum sollte jemand aus diesem Paradies in den verschmutzten Moloch Paris reisen? Okay, wie können wir denn... wie können wir denn das Dings fangen? Warte mal, wie können wir denn die Echse fangen? Erstmal gerade einen Keks... Was ist das in meiner Tasche? Kekse? Wo kommen die denn her? Oh, naja, das ist super. Ich liebe Schokokekse. Aber sie riechen komisch. Ziemlich gut, bis auf den Kotze-Nachgeschmack. Ich brauche also eine Echse. Ich glaube, ich habe eine bei der Ausgrabungsstätte gesehen. Ich frage mich allerdings, wie ich sie fangen soll. Ich brauche einen Plan. Keine Frau auf Erden kann dem Ruf von Schokolade widerstehen.
Die Echse sieht hungrig aus. Ich gebe ihr etwas zu essen. Es gibt momentan ein paar Appetithäppchen. Ah, okay, sehr gut. Ja, das machen wir wahrscheinlich, damit ich jetzt nicht vor der nächsten Folge vergesse. Appetithäppchen. Ein paar Reste, ich nehme sie mit. Ich könnte damit Tiere füttern. Aha, gut. Und damit werden wir dann die Echse fangen. Irgendwie brauchen wir bestimmt eine Falle. Na, wollen wir mal sehen. Ich danke euch immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei dem Match Yours, The Big Cynical Adventure. Macht's gut. Tschüss, Jan.